Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um den Mindestlohn für Taxifahrer. Ich habe das so ein bisschen überschrieben, insbesondere die Standzeiten sind Arbeitszeiten. Immer wieder muss ich bei Gesprächen mit den Taxifahrern, die angestellt sind hier in Berlin, feststellen, dass die mir erzählen, dass seit Einführung des Mindestlohngesetzes so ein bisschen rumgetrickst wird. Es wird nämlich gesagt, dass die Standzeiten, also wenn die auf neue Gäste warten, Pause sein sollen, beziehungsweise irgendwie arbeitsfrei, jedenfalls nicht als Arbeitszeit gezählt werden. Und das ist eindeutig unzulässig. Warum ist das unzulässig? Eine Pause muss immer im Vorhinein fest bestimmt sein und auch, sie muss nicht schon am Arbeitsbeginn, am Anfang des Tages feststehen, aber sie muss in dem Moment, wo sie beginnt, feststehen. Und wenn Sie jetzt mit dem Taxi irgendwo stehen und jederzeit vorfahren müssen, wissen Sie ja gar nicht, wann Ihre Pause zu Ende ist. Das ist also schon der klassischen Definition nach dem Arbeitszeitgesetz und der Rechtsprechung nach keine Pause. Pause wäre es, wenn Ihr Arbeitgeber sagt, fahren Sie irgendwo ran, und machen Sie von 12 bis 12.10 Uhr Pause, können Sie dann machen, was Sie wollen im Prinzip in der Zeit. Ja? Wenn Sie dann irgendwo in irgendeiner Bereitschaft sind, Sie müssen gleich wieder losfahren oder so, dann ist das alles keine Pause. Ja? Auch nicht, wenn Sie da sitzen und aufs Funkgerät auf den nächsten Einsatz warten, das ist auch keine Pause. Wenn jetzt solche Arbeitszeiten vom Arbeitgeber nur also als Pause gewertet werden, dann ist das Problem, wenn ansonsten nur gerade so der Mindestlohn gezahlt wird, also nicht mehr als der Mindestlohn, dann kommt man in der Gesamtabrechnung dazu, dass nicht alle Arbeitszeiten vergütet werden. Ergo wird im Schnitt der Mindestlohn unterschritten. Dementsprechend begeht der Arbeitgeber, der das vorsätzlich macht, sogar eine Straftat, auf jeden Fall aber eine Ordnungswidrigkeit, die mit erheblichen Geldbußen geahndet wird. Als Arbeitnehmer wiederum kann man den Arbeitgeber natürlich auf die Differenzgehälter verklagen. Man kann bei der Hotline eine anonyme Anzeige machen, man kann auch offiziell eine Anzeige gegen den Arbeitgeber machen. Das wird ihn natürlich nicht freuen, das ist auch riskant, sie riskieren durchaus sogar eine Kündigung, aber ich würde deswegen auch nicht mit einer Anzeige anfangen, aber ich sage mal, die Sanktionen für den Arbeitgeber sind auch sehr gravierend, sodass ich den Arbeitgebern umgekehrt nur empfehlen kann, solche Spielchen lieber sein zu lassen. Umso mehr wundert mich, dass das die ganze Zeit hier in Berlin irgendwie gang und gäbe zu sein scheint. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Ja? Ich fahre jetzt nicht so oft woanders Taxi, aber als ich zumindest neulich mal in Westdeutschland in Essen gefragt habe, da schien das auch nicht ganz unbekannt, diese Methode. Ja? Extrem riskant. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.